So, willkommen in Folge 141 Monster Legends und diesmal wird das Monsterlabor ausgebaut. 99,59 Millionen sind da und um den Rest zu farmen in Häkchen, gucken wir uns Insel 23 an. Also eigentlich geht es natürlich um Insel 23, die offensichtliche Weihnachtsinsel. Ich freue mich mal auf das Cookie Monster als Gegner, aber bin erstmal bei Schritt 223. Oh, hier. 1, 2, 3 Rudolfs und 1, 2, 3 Weihnachtsmänner haben wir hier. Die sind natürlich Magie, dann nehmen wir Erde mit, Pflanze mit. Die sind auch Magie, dann nehmen wir auch Pflanze mit und Erde nehmen wir mit und auf Wasser verzichten wir im Großen und Ganzen und dann haben wir eine Teamaufstellung. Noch haben wir das Legiteam. Ich habe natürlich fleißig alle möglichen Glücksräder gedreht, um Geld zu farmen. Das war meine Beschäftigung in der letzten Zeit kompletto. So, Wasser nicht. Pflanze habe ich gesagt, nehme ich mit. Da habe ich Ekel von Ätzmolch. Der ist aber auch Wasser. Der ist aber auch Wasser. Erde und Blitz, das ist doch eine Kombo. Die gefällt mir gut. Pflanze. Jawohl. Und Pflanze. Ohne Heiler. Na gut, der Wanky Will. Ohne Heiler. Wir machen es mal ohne Heiler. Kämpfen uns da mal durch, schauen uns mal an, was die beiden Rudolphs können. Die sind langsamer als ich. Yay. Einen tödlichen Biss setzen und einen ausschalten. Nein, das machen wir mit dem Weihnachtsmann. Einen regenerativen Wurf oder einen infizierten Biss. Ich denke, wir nehmen noch eine Runde den Gegnerschaden und vergiften erstmal, was ganz angenehm sein dürfte. Um hier vorwärts zu kommen. Jawohl, genau. Da kommen sie mit ihren Blitz- und Magieangriffen. Rudolf, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe ja einen als Ausnahme-Epic. Macht extrem viel Schaden. Aber damit kann man dann im Zweifelsfall leben. Du nutzt die Gelegenheit, hier den ersten so gut wie auszuschalten. Und dir ein Schild aufzubauen. Moderaten Schaden und Lähmen klingt auf jeden Fall auch sehr gut. Genau. Und was machst du? Jetzt regenerieren? Oder noch einen vergiften? Ich bin mal mutig. 2200 Gift, das heißt, der andere könnte ausgeschaltet werden. Er ist ja gelähmt. Oh, bleibt da mit 93 Lebenspunkten stehen. Schade. Aber nicht zu ändern. So, Lähmung. Du kannst auch eine Lähmung. Das setzt du mal da oben an. Der war ja noch nicht gelähmt. Du darfst jetzt den regenerativen Biss machen, um dich selbst zu heilen. Es gibt ja eine zweite Welle. Da müssen wir ja noch durch. Und ich könnte mir ein Schild verpassen. Einen Angriff kriege ich dann. Oder ich könnte eben ganz sinnlos, was macht er? Verlangsamen oder einfach nur schweren Schaden. Ich verpasse mir ein Schild. Ich verstecke mich mal ein bisschen. Für eine Runde. Er ist vergiftet. Und geht. Er ist vergiftet und geht nächste Runde auch. Das ist ja eigentlich ganz angenehm. Und das heißt, es bleibt überhaupt nur noch einer. Verleiht ein Schild von 50%. Mit dem können wir dann in die nächste Welle reinsteigen. Oder sehr schweren Naturschaden. Und ich kriege ab jetzt die Einzelangriffe. Das machen wir. Den Juggernaut platzieren. Und das nächste Mal, wenn er drankommt, kriegt er dann sein Schild hochgesetzt. So, was hast du? Kannst aufladen, denn der ist ja durch das Gift eh schon erledigt. Dann nehmen wir doch lieber die Energie mit. Nächste Welle, dreimal der Weihnachtsmann und der ist schneller als ich. Also kriegt der Kuarim jetzt ordentlich was eingeschenkt, denn er hat ja die Einzelangriffe für sich genommen und der tolle Geschenke für alle, Ausdauerregeneration. Okay.
Lebens- und Ausdauerregeneration haben die sich verpasst. Okay, ich habe es angesagt, der Weihnachtsmann kriegt einen tödlichen Biss. Schauen wir mal, dass er von alleine stirbt, sage ich mal. Du kannst dich um den ersten Helfer kümmern, der immun auf Gift ist, und dir selbst einen ordentlichen Schild verpassen, würde ich sagen. Und Irokman schweren Donnerschaden oder geringen Schaden und verlangsamen. Naja. Okay, muss man mit leben. Die Regeneration eine Zuckerbombe. Das gefällt mir, glaube ich, nicht so gut. Immerhin, die Schilde halten es halbwegs auf. Ein blödes Geschenk, eine Schadensreduktion. Das macht mir jetzt gerade nichts. Er hat eh keine Ausdauer mehr. Und tolle Geschenke für alle. Verfehlt sich aber selbst. Noch 2 Runden, bis der Weihnachtsmann stirbt. Liebe Kinder, stört euch nicht zu sehr dran. Es sind nur noch 2 Runden, bis der Weihnachtsmann stirbt. So, einer, zwei sind immun gegen Gift. Das ist ein bisschen ärgerlich. Einen entkräftenden Biss habe ich nicht viel von. Gegen Dunkelangriffe habe ich nicht. Und gegen Naturangriffe ist er, weil er Magie ist, ja eh empfindlich. Vergift nur also den letzten. Kuarim hatte ja keine Ausdauer mehr. Steht aber noch im Juggernaut. Okay, blendet er mir ein. Was wieder nicht so schlimm ist, weil auch der hat keine Ausdauer mehr. Nagelneu. Nochmal Minuspräzision. Und Minuskraft für ein blödes Geschenk. Das ist ja nicht so schön, Leute. Was soll das denn Böses? Das Nest, das ist ein Dunkelangriff plus Vergiftung. Das ist natürlich schön, sag ich mal. Ich habe aber eine Minuspräzision, die kann ich vielleicht überbrücken, indem ich hier einen empfindlich mache. So. Ne, die Blendung bleibt 2 Runden. Keine Ausdauer mehr, also das Nest obendrauf. Und dann muss man eigentlich die Daumen drücken, dass bei Minuspräzision überhaupt irgendjemand getroffen wird. Aber eine schöne lange Animation kriegen wir natürlich trotzdem zu sehen. Immerhin einer ist vergiftet. Irokman, keine Ausdauer mehr. Und Kuarim mit reduziertem Schaden. Australischer Stampfer mit Lähmung. Das könnte ja ganz angenehm sein. Dann macht das mal. Lähm mal einen von Weihnachtsmanns Helfern. Die bauen sich ein Lebensschild. Tolle Geschenke für alle. Okay. Baut sich ein Schild auf und stirbt. Ja. Dies Weihnachten gibt's nichts. Der Weihnachtsmann ist tot. Ich habe den Weihnachtsmann getötet. Geoschild. Verstecke ich mich hinterm Schild? Oder kann ich jemanden ausschalten? Das ist die Frage. Ich bin schwer geblendet. Deswegen verstecke ich mich mal hinterm Schild, statt daneben zu schlagen. 3000 macht das Gift. Das ist vielleicht nicht schlecht, das zu wissen. Die Zuckerbombe. Die Ulti ertragen. Gut, dass ich das Schild aufgebaut habe, sage ich mal. Auch nagelneu bleibt sogar noch am Schild hängen, aber die Blendung muss ich wieder hinnehmen. Okay, du hast keine Ausdauer. Du bist geblendet, das gefällt mir nicht so gut. Aber du könntest mal jetzt versuchen, die, genau, verfehlt, aber den Juggernaut kriege ich zumindest platziert und da muss ich nochmal eine Zuckerbombe durchstehen. Naja, doch, es geht noch. Ist alles noch okay, alles noch im Rahmen. Jetzt noch ein blödes Geschenk obendrauf für eine Schadensreduktion. Das war jetzt nicht so beeindruckend. Moment, der 3400, da reicht das Gift nicht, ne? Na, nehmen wir ihn weg.
keine Experimente. Nehmen wir weg, Lebensregeneration ist natürlich auch nicht schlecht. Ruf dein Schild, der Verbündete schützt und verursacht bei allen Gegnern schweren Erdschaden. Da sind wir doch mit Fels oder Saures quasi in der Halloween-Anspielung. Und das mitten auf der Weihnachtsinsel. Schön, machen klar. Du bist geblendet, das ist nicht so schön. Aber vielleicht triffst du ja die Lähmung trotzdem, ja. Okay, jetzt fühle ich mich ganz wohl. Muss ich sagen, ihr Spinne, einen tödlichen Biss? Jetzt noch einen tödlichen Biss? Na, jetzt schalten wir den aus da. Das dauert jetzt hier keine 3 Runden mehr, sondern das ist jetzt gleich erledigt. Du hast einen Minusschaden, das macht aber nichts. Baust dir nochmal ein 50% Schild. Und wenn er trifft, dann ist der Kampf vorbei. Und der Kampf ist vorbei. Kuarim kriegt sogar ein bisschen Erfahrung. Der hat nämlich seine Sternchen schon. Und es gibt vor allen Dingen 190.000 Gold. Fehlen ja quasi nur noch 300.000. Das waren aber keine 300.000. Dann müssen wir ans nächste Glücksrad gehen. Was gibt's hier? 192.000 Gold, Metall und Blitz. Da weiß ich einen schönen Kandidaten. Dunkelheit und Wasser. Okay, also Wasser, ja, wenn ich schnell am Anfang durchgehen kann. Magie ist interessant. Licht wäre interessant. Und ich muss irgendwie diese Blitzattacken loswerden. Wir erinnern mal das Team natürlich. Metall und Blitz, Dunkelheit und Wasser. In der zweiten Welle Dunkelheit und Wasser. Die erste Welle muss ich möglichst schnell loswerden und gegen Wasser hilft mir Blitz. Gegen Dunkelheit und Wasser hilft mir Blitz. Dann nehmen wir den Rudolf. Diesmal nehme ich meinen Rudolf und ich nehme den Nemo mit. Ich verzichte wieder auf Heiler und vertraue darauf, dass der Nemo die erste Welle möglichst fix im Griff hat. Obwohl sie... der Nemo kommt zu spät dran. Obwohl sie alle drei Metall sind. Okay, du Mops, da kriegst du... Kuchikiri. Gegner stirbt nach 3 Zügen. Das ist ein interessantes Angebot. Aber an der Stelle nicht so wichtig. Ein Lähmen wäre okay. Oder eben gleich ganz ausschalten. Oder eben gleich ganz ausschalten, würde ich sagen. Machen wir das. 2 Angriffe kassiere ich. Jawohl. Böse. Böse. Und jetzt weiß ich nicht genau, möchte ich trotzdem 2 Zusatzangriffe? Ja, möchte ich trotzdem. Wir machen sie also schwach gegen Metall, sind noch 2-mal dran, platzieren also erstmal den Gletscherschlag. Frieren sie alle beide ein. Ui. Dann lade ich auf. Wenn ich beide einfrieren kann, ist das natürlich extrem angenehm und ich lade auf und versuche sie eben anders auszuschalten. Mit Albträumen, wenn möglich. Die haben aber nicht geklappt. So. Wir nehmen wieder den Druckschlag. Einfach, weil er die 2 extra Runden macht. Aber danach... Oh. Ja. So macht man das also nicht. Ab, weg, durch die Welle durch. Nächste Welle. Hat mich das jetzt ein bisschen irritiert. Ne? Hätte ich auch nochmal aufs Dings draufdrücken sollen. Okay, wir haben Wasserdunkelheit. Wir kommen also gut klar, wenn wir hier mit Blitzattacken arbeiten. Und das machen wir auch. Und im Ausgleich dazu sind sie aber alle Mann immun auf... Es stirbt nach 3 Zügen. Stirb. Ja, genau. Immun auf Einfrieren. Das heißt, der Nemo hat hier ein bisschen schwierigeres Spiel.
Aber wir können natürlich nur einen arktischen Schuss. Na, wir können mal ein paar Gegenstände setzen. Brauchen wir eh für die Erfahrungspunkte. Medusas Fasern. Aber die sind teuer mit 80.000, ne? Die sind teuer mit 80.000. Ich denke, ich vergifte mal. Einfach, weil ich davon noch genug habe. Vergifte mal. Lad mich ein bisschen auf und vergifte noch einen. Auch dafür sind die Bonusattacken natürlich nicht schlecht. So, genau, gibt's Giftschaden. Sei vergiftet. Verpasst mir Albträume. Das gefällt mir nicht so gut. Weil es natürlich eine sehr erfolgreiche Methode ist, diese Bonusattacken Spielchen auszukontern. Und dann kommt auch noch eine Ulti über mich daher. Das gefällt mir erst recht nicht gut. Das war brenzlig, sag ich mal. Leuchtnase. Alle kriegen schweren Schaden. Ich kann aber auch noch eine Runde zuschlagen. Das mache ich auch. Der dürfte jetzt vom Gift bereits sterben. Kuchikiri nochmal. Noch einen töten in drei Runden. Albträume verursachen. Für drei Runden ist alles schwach, ne? Selbstheilung ist das Motto. Wir müssen was aufbauen, damit wir hinterher noch stehen. So. Sind empfindlich und ich bin so gut wie ausgeschaltet. Also wenn der Nemo das nächste Mal drankommt, ist er raus. Deswegen machen wir jetzt hier keine drei zusätzlichen Attacken. Er ist auch so raus. Aber das ist hoffentlich nicht so schlimm. Je nachdem, was kommt. Dunkler Ruf, okay. Die Leuchtnase. Die tut ihr Übriges. Und jetzt brauche ich nur noch eine Attacke überstehen. Dafür heile ich ihn noch mal ein bisschen. Nur noch diese Attacke überstehen und dann ist er tot und dann habe ich die Welle auch beschafft und dann habe ich auch diesen Schritt geschafft. Und Nemo als einziger, der hätte Erfahrung kriegen können, kriegt keine Erfahrung. Okay, aber ich steige offensichtlich auf zu Stufe 70. Das ist doch auch mal was. Da gibt es ein Gem für. Danke. Und wir stehen vor dem Boss. Was gibt's bei dem Boss? 7 Gems als Belohnung. Ran an die Buletten. Dreimal. Dreimal Pflanze. Ich habe gegen Pflanze eigentlich nichts wirklich Sinnvolles, muss ich sagen. Was hat er für Sonderfähigkeiten? Er ist abgehärtet. Abgehärtet und abgehärtet. Ich habe gegen Pflanze nichts Sinnvolles, weil bei Feuer habe ich eine echte Schwäche. Da habe ich noch nicht genug von. Was machen wir also? Der hat keine Bonuslebenspunkte. Wir gehen rein. Ich denke mit der Spinne. Die hat wenigstens den Vorteil, dass sie selber nicht empfindlich ist auf Pflanze und auch die Pflanzenattacken verstärken kann. Dann mache ich es halt. Hans Dampf als Feuer ist natürlich gern gesehen, keine Frage. Und ich verzichte schon wieder auf Heiler. Ekel von Ätzmolch. Und wir verzichten wieder auf Heiler. Dreimal Flirty. Schauen wir mal, was drei Flirties können. Sind auf jeden Fall nach mir erst dran. Den ersten töten wir in drei Runden. Das ist ja eine beliebte Methode, die Leute loszuwerden. Es funktioniert nur bei den Endbossen leider so gut wie nie. Moderaten Feuerschaden und verbrennen und Angriffsschaden erhöhen. Das klingt auf jeden Fall wie ein Plan. Das machen wir. Monster sind hässlich. Oh, und der haut ganz schön rein. Und das machen die jetzt alle drei. Flirty will nicht arbeiten. Haut rein. Und haut noch mal rein. Das kann ich nicht viele Runden ertragen, was er da mit mir macht.
Ausdauer wiederherstellen, alle negativen Effekte entfernen. Das ist ja eigentlich nur der eine negative Effekt, den ich habe. Oder mit den Gullis ein bisschen spielen. Machen wir das. Und verfehlen den Bonuseffekt. Das ist ein bisschen schade. Dann schaffen wir vielleicht mit dem entkräftenden Biss zumindest eine Empfindlichkeit auf die Pflanzenattacke und setze mir selbst die Regeneration, um sicher zu gehen, weil die Flirties sind doch ganz schön heftig hier. So, Bonusschaden aber betäubt. Immun gegen Wasser- und Feuerschaden. Nutzt an der Stelle natürlich nichts. Ne? Alle kriegen moderaten Wasserschaden und Ausdauerleck. Das klingt irgendwie nicht so verkehrt. Oder alle Verbündeten kriegen Ausdauerregeneration und erhöhten Angriffsschaden. Hoffen wir mal, dass wir damit durchkommen. Einmal übel, er ist verbrannt. Ja, so geht das den Pflanzen, wenn sie Feuer fangen. Wusch und weg. Okay. Negative Effekte entfernen und Ausdauer erhöhen. Na, ich muss arbeiten hier. Ich muss da eine Vergiftung platzieren, auf jeden Fall. Ausdauerregeneration habe ich eh, dann brauche ich die Ausdauer noch nicht erhöhen. Infizierten Wurf für die Vergiftung, das bringt jetzt nicht so viel. Egal, nehmen wir eben 4.500, sind es ja immerhin Schaden. Und Aiden, immer noch mit Minuspräzision. Kann jetzt hier nur das Dampfleck, trifft sogar, das ist angenehm. Flirty will immer noch nicht arbeiten. Stirbt aber nächste Runde. Ne? Gehst du hinter dem Weihnachtsmann hinterher? Das gefällt mir sehr gut, wenn du hinter dem Weihnachtsmann hinterher gehst. Oh, er hat's den Elzmolch erwischt. Der Rätsmulch ist gestorben, Baroni. Kann man nicht viel machen. Nochmal einen infizierten Wurf für ein bisschen Schaden. Ja, warum nicht? Langsam, langsam. Wie heißt das? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man, ne? Also ist es eben so. Tödliches Feuer kann ich erst nächste Runde. Auch alle anderen Attacken außer das Elementschild, das mir gar nichts bringt. Dann lade ich halt auf. So, zwei Attacken überleben. Und gewinnen heißt es dann diese Runde. Flirty will nicht arbeiten. Jetzt noch eine Attacke überleben. Die haben wir geschafft. Du stirbst. Tschüss. Weg mit dir. Und dann kannst du mit einem tödlichen Feuer hier den Tod einleiten. Und das gefällt mir auch sehr gut. Ein Sternchen. Immer spannend, wenn man nicht zu viele Sternchen macht. Ne? Keine Frage. 7 Gems, kein Gold. Und ich will doch Gold farmen. Ein Sternchen ist natürlich gut. Und dann gucken wir uns hier dreimal den Sturm an. Wasser und Blitz. 194.000 Gold. Damit hätte ich dann das Gold zusammen. Das heißt, den machen wir auf jeden Fall auch noch. Auch wenn es dadurch eine lange Folge wird. Wasser und Blitz ist ja nehmen. Also Erde wäre jetzt gewünscht. Und Wasser wäre jetzt nicht so der Hit, sage ich mal. Epics, wer hat denn Erde und nicht so viel Wasser? Können wir hier Kategorie Erde, können wir ja drücken. Das ist das Schweinchen auf jeden Fall gesetzt da. Polyphem können wir mal mitnehmen. Und den Rod hatten wir heute noch nicht. Dann nehmen wir die drei. Warum heißt der Rod eigentlich Rod? Den habe ich doch nicht so genannt. Der steht doch mit einem Großbuchstaben. Ich schreibe doch nie Großbuchstaben. Aber okay, also würde ich mal wieder einen Namen brauchen können für den Rod. Ich habe gerade noch keinen schönen. Und dann reduzieren Sie mir den Schaden, die Bösen. Dafür kriegt ihr eine weite Welle ab. Oder mache ich erst noch 30% heilen und doppelten Schaden?
Moderaten Schaden und lähmen, okay, und verursacht, ich heile mich selbst und pumpe meinen Schaden auf. Wenn es durchkommt, ist es extrem mächtig. So, du hast Schaden abgezogen, verteile einfach mal einen Feldschlag. Den verfehlst du leider, das war nicht so schlau. Und du kannst eine Massenregeneration oder ein Massenschild oder eben schweren Lichtschaden oder eben allen ein bisschen Schaden. Ich setze mal ein Schild, eine Regeneration meine ich. Ich bin also offensichtlich extrem defensiv unterwegs gerade. Fühle mich offensichtlich danach, aber er hat es vergessen, meinen Zyklopen irgendwie zu lähmen oder ähnliches. Und dann kann ich natürlich eine weite, kräftige, schön aufgebaute, mächtige Welle ins Gegnerteam reinheizen. Kernsprung obendrauf. Genau. Und du kannst bestimmt auch noch eine Erdattacke auf alle drei. Na, kann er nicht. Aber er kann mir jetzt noch den Schild verpassen, den ich vorhin schon haben wollte. Und da sind jetzt nur noch Stürms dran. Ist das die Wahrheit? Sind die so schnell, dass ich gar nicht mehr dran komme? Aber okay, dann war die Entscheidung, ein Schild zu nehmen, auf jeden Fall eh umso besser. Weil dann passiert hier gar nichts. Ne? Ja, die Schilder kann er runterkloppen. Und das macht er auch ganz fleißig. Aber mein lieber Stürm, ich habe auch dem Erdgott gespendet in ausreichender Menge. Und deswegen nehmen wir deine vielen Angriffe einfach hin und verteilen hinterher ein paar ordentliche Erdschläge in deinem Team. Ein Feldschlag zum Beispiel, wenn er trifft, ja. Mit Lähmung. Schön, dass er es mit Lähmung machen kann sogar. Und du kannst auch ein Schild oder einen Energiesturm, der ihn nicht ausschalten würde, okay? Also baue ich mir wieder ein Schild. Ne? Dann bauen wir eben wieder ein Schild. Dann kann er eben wieder auf den Schild draufhauen. Eine Blendung blockiert, ist natürlich angenehm. Und dann machen wir das hier mit einem Magieschlag zu Ende. Einfach nur, weil es geht. Fahren den Sieg nach Hause. Und da gibt es sogar Erfahrungspunkte, denn aus diesem Team haben offensichtlich zwei schon ihre Sternchen. Und der Roddy ist sogar aufgelevelt. Zwei Sterne ist auch okay. Möchte ich mich nicht drüber beschweren. Dritten Stern. Und das Glücksrad machen wir dann wieder mit den Legis und ohne Zuschauer, um das Geld zu verdienen. 350.000, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Geld. Das heißt, das hier war erstmal die Weihnachtsinsel. 5. 49 für 130 Gems, das möchten wir jetzt gerade nicht. Danke. Und hier gibt es noch ein bisschen Gold zu sammeln. Und hier gibt es jetzt auf Verbessern zu drücken, 100 Millionen auszugeben. 2 Tage dauert es, bis der fertig ist. Dienstagabend. In der nächsten Folge, die hier produziere ich relativ früh, in der nächsten Folge werden wir also das Monsterlabor auf Level 100 sehen und falls doch nicht, dann spätestens in der übernächsten Folge. Ich danke euch bis dahin fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß heute, einen schönen Tag und bis später, ciao.